Da lese ich doch heute ein Video, thermische Beute. Jetzt sollen wir die Bienen heizen. Warum das? Bienen gibt es schon seit 90 Millionen Jahren. Vor 50 Millionen Jahren sind die nachgewiesen worden im Bernstein. Also, und die können schon seit der Kreidezeit leben, seit 90 Millionen Jahren. Ich habe da was gefunden. Und zwar Berechnung der Beute der Wärmewirkung. Einmal gibt es ja die Holzbeute und einmal die Styroporbeute. Was entscheidend ist da noch hier, ist auch die Wärmedämmung. Und das ist ja zum Beispiel bei uns in Schleswig-Holstein, sieht das ja ganz anders aus. Das ist das Klima. Und einmal das Klima und auch die feuchte Luft hier. Da sieht das anders aus als in Süddeutschland mit trockener Luft, weil wir ja die Nord- und die Ostsee hier haben. Ihr könnt euch ja mal die Ergebnisse angucken, die da gemessen worden sind zwischen Holz- und Styroporbeute, was das auch mit der Wärmedämmung zu tun hat. Die ist ja früher entwickelt worden, die Segeberger Beute, noch mit geschlossenem Boden. Da konnte die Luft nicht zirkulieren und da haben sie doch ja festgestellt, die Wände, Waben schimmeln an der Seite. Und da haben wir dann zuerst immer geimpft mit 10 Waben statt mit 11. Und da klappte das später noch her. Gab es den Gitterboden. Und so haben wir unsere Böden auch nachher umgestellt, Löcher reingesägt und einen Drahtboden reingesetzt. Das haben fast alle Imker gemacht. Ja, hier habe ich nochmal Schleswig-Holstein aufgelistet. Das könnt ihr auch nochmal lesen. Diese Auswertung hat Bernhard Heufel gemacht. Bernhard Heufel ist ein bekannter Imker, eine Großimkerei, der auch Monatsanweisungen macht. Dann hat er auch Tabellen gemacht in der Großimkerei, wie der Verdienst ist, was ein Glas Honig kosten müsste, wie die Ausgaben sind im Jahr, was die einzelnen Teile kosten, zum Beispiel ein Honigeimer, eine Honigschleuder, genau berechnet, mit der Abschreibung über die Zeitdauer. Ein Schleuder hält zum Beispiel 10 Jahre, kostet 1000 Euro. Jedes Jahr kostet das also 100 Euro, sind die Ausgaben. Und die Zeit, die man im Jahr an einem Bienenvolk verbringen soll, das sind Minuten, nicht Stunden, sondern ich hatte mal nachgelesen und was er da geschrieben hatte, waren ja 10 Minuten am Volk. Oder ja, mehr braucht man nicht verbringen an dem Bienenvolk. Also sehr interessant. Also ich habe da schon viel gelesen und jetzt mit der thermischen Beute, da habe ich nochmal recherchiert und in einem Forum was gefunden. Da sind auch noch Links drinne und da könnt ihr mal raufschauen mit den Wärmewerten, was das zu tun hat. Isolation, Holz und Kunststoffbeute. Darum ist das ja auch mit der Dandbeute, die wird geschiedet. Das hat ja auch viel mit der mit dem Wärmehaushalt zu tun. So wird der Raum kleiner, die Bienen sitzen enger und dadurch gewinnt man ja auch noch Wärme. Da sollte man sich vielleicht überlegen, lieber mit einem Schied zu arbeiten, statt die Beuten zu heizen. Das ist meine Meinung und auch der Imkermeister Peter Stülpen hier oben, der sagte auch, er wird auch gern mit Holz arbeiten, aber
Der Unterschied zu der Styroporbeute ist so groß, dass er dabei bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören.